Wir wollen jetzt unsere beiden Figuren wieder zu einer Kombination zusammenbasteln. Und wir wollen euch einmal die Schnittstelle zeigen. Wir haben in der ersten Figur unser Verschiebergrundstück getanzt. 1, 2 und 3. Dann ist die Dame hinter unserem Rücken lang getanzt und ist in den Schal auf unserer linken Seite angekommen. Jetzt lassen wir im Prinzip das Körbchen weg und können direkt anfangen mit dem Wechsel zu unserem Sweetheart. Die Dame dreht nach vorne raus. 1, 2 und 3. 1, 2 und 3. Da haben wir aus beiden Figuren eine schöne Kombination gebaut. Viel Spaß beim Üben.